So Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Special. Ich habe mir gedacht, Final Fantasy allein wird irgendwann ein bisschen lame. Warum irgendwie. Final Fantasy? Ich dachte, es wäre Dragon Ball. Ha. Ja, deshalb habe ich mir gedacht, dass wir mal einen kleinen Bruder herausfordern, so ein bisschen in den Arsch treten, weißt du. Ja. Und kämpfen wir ein wenig Dragon Ball. Hast du das jemals Let's Played, das Spiel? Nein, ich habe es nur einmal bei dem FMA von Berlin, als ich total verkackt habe, weil... Ach so, irgendwie ja. Gelöscht wurde die Szene, ich weiß auch nicht warum. Ja, ja. Habe ich das im Hintergrund mal laufen gelassen. So, ja. So ein bisschen. Also man muss dazu sagen, der Dyer hat jetzt schon ungefähr das gesamte Spiel durchgespielt und ich habe das noch nie in meinem Leben angezockt. Das bedeutet, ich werde jetzt gnadenlos gewinnen. Ja. Du musst mir erstmal erklären, wie die Steuerung funktioniert. Ne? Ja, okay, also, ne, da tust du Ausweichen. No. Auf X tust du Ausweichen, da schickst du eine Key-Explosion da. Auf Kreis. Kreis, Key-Explosion. Alles klar. Auf Viereck schlägst normal. Ja. Dreieck harte Attacke umschlagen. Ja. Lass doch mal ins Game gehen, da kannst du gleich ausprobieren. Dann okay. Erstmal so eine Testrunde. Dann, wen nimmst du? Ich nehme auch mal meinen, einfach nur so als Testversion dann. Ja, ist dann der jetzt besonders stark oder so? Oder ja, schon. Ich meine, ich muss. Es geht ja nur erstmal ums Zeigen, wie das so ist. Oh, so, ne? Was steht da? Warum steht da nicht Krillin? Warum steht Kuririn? Ja, das weiß ich auch nicht genau. Ich nehme Krillin. Weil Krillin war immer mein Lieblingschar. Okay. Ah ja, apropos, wenn wir schon dabei sind, kannst du eigentlich sogar verschiedene Versionen von ihm auswählen, die verschiedene Attacke beinhalten. Aber ja. Das ist halt blöd, man kann keine Map auswählen, wenn man gegeneinander kämpft, sondern ist immer automatisch da. Und das ist etwas verwirrend, so auf jeden Fall, wenn es dann losgeht im Kampf, weil irgendwann verlierst du voll deine Person aus dem Auge. Mhm. Auf jeden Fall. Also. So bewegt man sich. Ja, genau, so bewegt man sich. Wenn du L2 drückst dabei. L2, ach du Scheiße, ja. Dann hast du den Turbogang. Ah. Auch ganz cool. Okay, ja. Dann. Hört man irgendwann wieder auf? Ja, wenn du stehen bleibst. Achso. Ah, okay. Dann mittels R2 siehst du deine Attacken. Ja. Voran-Kombo, Destruktur-System, Kamehameha. Ermahnung. Genau. Allerdings musst du erstmal Ki aufladen, was entweder durch Schläge funktioniert. Durch Treffer. Ja. Oder wie bei meinem Charakter über jetzt dann Kreis. Kann ich einfach meinen Ki aufladen. Oh, ich noch. Ja. Ich mach bei Kreis was anderes. Ja. Ja, du musst natürlich dabei R2 gedrückt halten. Ansonsten, jetzt habe ich zum Beispiel die galaktische Donuts, kann ich jetzt werfen. Aha. Das ist richtig cool. Wenn du L2 und R2 gleichzeitig drückst, cool, hast du die... Die sind im Fernsehen da oben. Ja, vielleicht hast du Leute! Also hier, super. Und jetzt? Wenn du beide drückst, hast du dann so die ultimative Attacke. Ultimative Attacken. Die unteren sind so Ausweichbewegungen. Sowas. Moment, also, achso, ich muss vorher R2 oder zusammengedrückt halten, um dann die Attacke genau. Zu machen erst. Ja. Also ich kann nicht einfach jetzt... Ah. Ja, okay. Okay, also man muss die quasi hier schauen und dann macht man die Attacke. Holy fuck. Ja, das ist gar nicht mal so leicht. Also jetzt kannst du mich mal schlagen und zeige ich dir das Ausweichen. Siehst du? Ja. Mittels X dann. Mach du mal. Das ist eigentlich ganz cool, ne? Ja. Richtig realistisch ist das, realistisch. Ja, komm, lass mal loslegen. Wir machen, also ich würde sagen, wir machen bis einer dreimal gewonnen hat. Oder ja, genau, so. Best of three oder so. Nee, Best of three heißt ja, dass es, kann ich ja nicht ausweichen. Doch schon. Jetzt zum Beispiel, beweg dich mal dabei. Ja. Bisschen schneller musst du dich schon bewegen, Alter. Ah ja, okay. Eigentlich voll verbieren. Ja! Ja, das Ausweichen, das hat nichts. Okay. Das hast du raus, merke ich gerade. Ja. Aua. Hä? Was war das jetzt? Was wolltest du das machen? War das Drückte, das du gemacht hast. Ich wollte einfach nur ein bisschen Ki aufladen. Oh shit. Der macht ja gar keine Geräusche, mein Char. Ja, der ist ziemlich. Aber pass mal auf jetzt. Haha! Super Saiyajin. Ja, gut. Und jetzt? Zeit abgelaufen, scheiße. Gut.
Okay, das zählt auch noch dazu, würde ich sagen, oder? Ja, nee, aber dann machen wir Best of Three quasi. Es gibt drei Spiele. Also 2-1 sozusagen. Ja, genau. Ja, okay. Zum Beispiel. Was keinen Sinn macht, aber YOLO. Okay, gehen wir zurück zur Charakterauswahl, würde ich sagen. Ja, okay. So. Ja, ich glaube, jetzt habe ich es drauf. Ja, genau, wenn du jetzt da spielst, dann musst du übrigens wieder Start drücken jetzt. Wenn du jetzt übrigens dann mit Viereck siehst, die hier so verschiedene Attacken weißt, dann kannst du hier verschiedene Son Gokus auswählen. Als ob ich mir das jemals merken kann. Der beste Son Goku ist eigentlich immer noch der. Mit Super Saiyan 3, Super Genki Dama und so weiter und so fort. Aha. Eigentlich ist der insgesamt schon ein bisschen lediert. Der, ja, ist ein bisschen am Arsch. Ja, dem seine Klamotten sehen ein bisschen. Das ist so dieser Street-Look, weißt du? Ja, das, den, wo ich auch hab, da an der einen genau, Hose. Genau, deine Hose ist ja auch immer zerrissen. Ja, wo du so das halbe Unterbein siehst. Ja, das ist ganz cool. Nein, aber ich will ja nicht gleich den Stärksten nehmen. Also das ist ja viel, der mit den pinken Haaren war, das ist fresh. Ja, das ist auch der Super Saiyan Gott, ist das. Ja, cool. Ja, der kann direkt Super Genki Dama ohne Super Saiyan zu werden, das ist ganz cool. Das da ist der Kleine, kennst du ihn? Son Goten. Ja, klar. Ich glaube, den nehme ich. Dann nehme ich, Pflanzen. Oh, da geht's noch weiter. Ja. Ach du Scheiße, wie viel Chars gibt's so? Ich habe irgendwie noch nicht alle freigeschaltet, Leute. Ach so. Und auch ja gut, es ist also ein Kampf der Kinder. Ja, Kinderkampf. Ja. Sau unrealistisch, weil dein Charakter irgendwie die Fusion aus mir und dem Trunks ist, aber egal. Ja, das macht Sinn. Warte mal, bin ich jetzt... Ah, ich bin der Rote, ne? Ja, ich dachte. Ja. Keine Ahnung, was ich drücke. Ich drücke irgendwelche Dinge. Falscher Knopf gedrückt. Das ist echt blöd, wenn die Attacken anders angeordnet sind wie bei mir. Komm her, du. Gibt's auch sowas wie Blocken? Also nicht ausweichen, sondern blocken. L1 ist das. Ah ja, okay. Ich sehe da gar nicht, wer eigentlich wen gerade getroffen hat. Ja, ich auch nicht. Das habe ich schon. Nein! Aber man muss da nur einmal drauf drücken, man muss das Ganze ja, genau. Achso. Es gibt aber auch Attacken, indem du dann gedrückt halten musst zum Aufladen. Ja, toll. Wie das Spiel Kamehameha ist so eine. Keine Ahnung, wie das funktioniert eigentlich dabei, YOLO. Irgendwie merkt man gar nicht, dass ich das schon durch habe. Ja, genau. Ich dachte, sie machen zu gnadenlos fertig. Ja, irgendwie ist das sau unfair gerade. Warum? Weiß nicht. Weiß nicht, komm. Oh shit. Oh Mist, jetzt hast du die Geister. Was hab ich jetzt? Geister um dich rum. Siehst du? Da. Ah, Alter, voll fresh. Bleiben die unendlich oder? Nein, nein, die sind die Attacken. Oh, ja, das war zum Beispiel ein Geist. Ich weiß gar nicht. Nein, sag mal. Stein! Ich werfe einen Stein! Jetzt bist du auch noch ein Super Saiyan. Hey, cool! Es geht los! Das kann ich jetzt besonders. Da kann ich nichts mehr. Du bist halt stärker und kannst deine Attacke eigentlich immer einsetzen, die Super Attacke. Solange dein Kino nicht erschöpft ist! Nein! 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 Ah. Nein! Nein! Scheiße. Ja. Und jetzt kannst du immer wieder einsetzen in das. Ja. Aha. Solange deine Key-Anzeige voll ist. Aber es verbraucht natürlich ein ziemliches Maß an Key. Hä? Also jetzt bin ich gerade voll. Oh. Zeitablauf. Ah ja! Wie ja. Das kann man. Was? Du kommst so der letzte Schlag oder so. Ja. Der letzte Schlag hat es wahrscheinlich gerade gebracht. So ein Millimeter dran. Oh. So, 1-1. Yeah. So.
muss schon wieder Start drücken. Das ist echt blöd, dass es nicht das einfach ist drin. Übrigens nicht Start, sondern Options steht da. Achso. Na, man merkt einfach, dass ich eigentlich so der Xbox-Typ bist. Xbox, ja, guck mal da, The Kid Boom. Das ist auch ganz cool. Ja. Gott der Zerstörer. Cool. Der ist auch ganz human, weil ja. So vom Namen her. Ja. Sieht man ja auch. Sieht man ja auch an der Aufteilung von seinem Gedöns. Ja. Ist leicht auf Key fixiert. Ja. Egal, ich nehme den Kid, den kleinen Boo. Oder soll ich den dicken nehmen? Nimm den dicken. Nimm den dicken. Er passt zu dir. Okay. Ja, aber wie macht man das Ding da weg? Das musst du jetzt wegmachen. Wo? Viereck. Ah ja. Okay. Drüben ist übrigens die Tochter von Mr. Satan. Wer? Die Kleine unter Mr. Satan. Ah. Okay. Wusste ich selbst nicht. Ist ganz cool. Ja, ich muss sagen, ich bin noch ein bisschen un-up-to-date. Also ich kenne so die Basics von Dragon Ball. Aber irgendwelche Dinger, die mir da jetzt... Komm mal ganz schön schnell, der Dicke, hä? Ja. Also wo bin ich denn jetzt? Bin ich jetzt links oder rechts? Komm her! Ja, das muss man dann so ganz schnell drücken, dass man quasi... dass man, weil der andere kann ja quasi abhauen. So. Das ist ja... Alter, was waren das für fette Hände gerade? Ja, das war ich. Pink, das kam ja mehr. Aber ohne Geräusche, das verstehe ich nicht. Ja, da kommt gar kein cool, Geräusch. Braucht man da nicht, der braucht schon ein Geräusch. Wir nehmen das mit so einem externen Mikrofon auf, das halt direkt an unseren Playern liegt. Was ist mit meiner Energie los? Ich kenne was deine Energie eigentlich ausläuft. Ich weiß nicht, irgendwas. Irgendwie? Hä? Weißt du, ich habe irgendwas ausgesehen. Ah nee, du hast das gesehen. Nein, ich habe dich irgendwie verzaubert gerade zum Bonbon. Okay. Jo, Alter. Nein! Hä? Nein, nein! Nein! Yeah! Nein! Nein! Keine Ahnung, wie das gerade funktioniert hat. Also ich muss sagen, ich glaube so, wenn man das zum ersten Mal sieht, schreibt doch mal in die Kommentare, wie das für euch ist. Aber weil ich das jetzt auch zum ersten Mal zock, ich bin maßlos überfordert mit der Gesamtsituation. Einfach, weil, warte mal, wie viel steht es eigentlich? Du hast erst gewonnen? 1-1. 1-1. Okay, das heißt, das nächste entscheidet. Okay. Dann muss ich leider cheaten. Ja toll, nimmst du wahrscheinlich deinen Chat. Also ich muss drauf finden. Nein, nicht meinen, ich nehme den. Super Son Goku. Aha. Den da. Mhm. Den hast du. Ja. Nee, ich glaube, dann sind wir komplett verwirrt, wenn jetzt wir noch denselben Char. Oh ja, dann geht's richtig rund. Ich muss das für mich entscheiden, ich muss meine Ehre verteidigen. Ja, okay. Ja, du musst jetzt ja auch gewinnen. Weil wenn ich irgendwie mal ins Zimmer komme, zockst du das Spiel, deswegen. Muss da irgendwie was dahinter stecken. Ja, irgendwie schon. Vielleicht hast du auch einfach zu oft zugeschaut. Ja. Ich glaube nicht. Nimm's noch so Geräusche zu machen. Jo, aller Welt mit. Ey, war das gerade eben mit einem Schlag so? So ziemlich. Oh, scheiße. Jetzt! Dreifacher Super Saiyan. Und Super Genki Dama! Ist der danach weg von dir? Die Kugel folgt dir. Ist doch mehr egal. Oh, genau ins Publikum. Oh! Oh! So, Leute. Normal zerstört man mit Planeten. Ich schmeiße ins Publikum. Au! Sag mal. Nein! Bin ich komplett erschöpft, kann ich nicht mehr schnell fliegen. Und nicht mal teleportieren. Nein! Oh oh. Jetzt kann ich wieder. Ah, sag mal, was war das? Ich weiß nicht, aber so voll geräuschlos. Ich check das nicht. Warum kommt da kein Geräusch oder so? Weißt du, dass da wenigstens. Ja. Liebe Leitung, Cavagash, allerweil.
Jetzt geht's ab. Ins Publikum. Und nochmal ins Publikum. Falls Sie einen Platz bestellt haben. Ja. Bitte nehmen Sie nicht die Westkurve. Irgendwie kann ich jetzt nicht mehr ausweichen. Muss man da eigentlich noch irgendwas anders drücken oder nur Ausweichknopf? Was ist eigentlich mit deiner Energie? Warum pocht die so seltsam? Weil ich jetzt am Pochen bin. Ich bin der Pocher. Nein, sag mal. Die Attacke ist ja richtig fies. Toll. Das sind super Seiten geworden. Sind. Ja, nee, ich glaube. Der macht so einen voll fiesen Rückschlag. So. Tschüss. Ja, schon wieder. Will ich schon wieder ins Publikum machen? Nein. Der hat gesessen. Und aufladen. Oh, oh, nein. Ja. Diesmal schaffe ich es, diesmal schaffe ich es. Ich hab's geschafft. Scheiße. Machen wir das normale Genki Dama. Das kleine. Alles klar. Machen wir so. Wo ist denn Genki Dama? Ah, das ist Schießen. Ich muss dann selbst schießen. Das wird natürlich gewissen. Bam, jetzt hab ich dich. Achso, ich hab gedacht, ich wäre hier schon gerade. Echt? Ja, selber Anzug. Ah! Ins Kreuz. Ist der erste K.O.-Treffer. Ah, nee, ich hab. Ja, du auch. Bin ich jetzt 2-1 für dich? 2-1 für deinen Körper, ja. Und. Product Placement. Genau. Wenn ich noch wüsste, welches Wasser das war. Ja, weiß ich auch nicht. Gerold Steiner. Irgend sowas, glaube ich. Ich weiß auch nicht. Okay, so. Gut. Das war's. Dann war's das eigentlich. Ja, ich würde sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob wir das öfters machen sollen, dass wir einfach mal gegeneinander spielen. Auch mal ein anderes Spiel. Ihr könnt ja mal, ihr wisst ja, was Daniel schon für Let's Plays gemacht hat. Schreibt doch mal in die Kommentare, was für ein Spiel wir zum Beispiel Let's Playen sollen und vielleicht, was man zusammenspielen kann. Was kann man überhaupt zusammenspielen, was du jemals Let's Played hast? Final Fantasy, kann man das zur Zeit spielen? Nein, ich glaube nicht. Nur Dynasty Warriors noch, ne? Hast du aber nie Let's Played? Ja, das habe ich auch nie Let's Played. Naja, schreibt doch mal in die Kommentare, ob wir vielleicht mit dem Spiel oder irgendeinem anderen Spiel mal zu zweit spielen können. Na gut, demnächst kommt ja das One Piece Game wahrscheinlich raus. Ah ja. Das wäre natürlich wieder eine Alternative. Genau. Also wenn ihr Bock drauf habt, dass wir öfters zusammen spielen, dann zeigt es doch mit einem Daumen hoch. Darüber würden wir uns beide sehr freuen, würde ich sagen. Und dann musst du ja abmoderieren. Ich muss abmoderieren. Also meinen Standardspruch am Schluss wiederbringen. Hey Leute, dann sage ich mal, das war's. Mit dieser Special-Folge. Wie mein Bruder schon gesagt hat, zeigt es immer mit einem Daumen hoch, lasst ein Abo da und so weiter. Und dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut und haut rein. Ciao.